sehe, du nimmst den falschen Juroren. Wer? Ah, nee, ist der Richtige. Hallo. Hallo. Das ist so richtig, du Basse, erschrecken kann man dich nicht, ne? Komm rein, tut mir leid. Also ich dachte mal, ich wollte dich ein bisschen erschrecken, aber du hast ja Nerven wie Drahtseile. Du, Schnuckler, du hast dich lange geschminkt, ne? Wolltest hübsch sein für uns? Hi. Jetzt überhaupt nicht. Wie geht's null, euch? Jetzt überhaupt nicht erschrocken, gar nichts. Null sieht, die war du, so cool. Du musstest von unten, hättest von unten kommen müssen. Von unten? Ja, so und dann. Okay. Dobrilla, erzähl, wie geht's dir? Ich bin voll ein Fan von dir. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Mir geht's gut. Ich bin 20 Jahre alt. Ich heiße Dobrilla. Ich komme aus Bochum. Ich bin Sizilianerin. Ah. Viel Temperament. Und schon spielst du ein bisschen Gitarre? Genau, ich spiele schon Gitarre, seit ich 12 bin. Mhm. Und dann, ich schreibe auch selber Lieder auf Deutsch und auf Englisch. Warum nicht und in Italienisch? Ist ja eine wunderschöne Sprache. Ein bisschen. Ich bin ja hier in Deutschland geboren. Ja. Ich kann ein bisschen Italienisch so angelernt haben. Ach so, du kannst ja so wie er, ja? Ja, genau. Wenn wir wollen, können wir, aber wir versuchen. Wir wollen nicht. Wir brauchen noch so extra Translates. Ja, Dobrilla. Sag ich das richtig? Heißt das Dobrilla? Dobrilla. Dobrilla. Entschuldigung. Da Entschuldigung. Ja, dann, raus. Was singst du denn? Ich wollte von Pietro Lombardi Belladonna singen auf Gitarre. Ah, ja. Ich hab das auch noch nie von der. Doch. Ja? Auch auf Gitarre? Nicht also nicht gut, aber leider. Nicht, gut. Nicht auf Gitarre. Oder freue ich mich jetzt drauf? Dobrilla. Sie überhaupt diese schwierigen Harmonien hinkriegt, ne? Haben uns beide nicht gekannt, doch es war mehr als nur ein Tanz. Hey Belladonna, du bist heißer als der Sommer. Deine Haut ist braun wie Mocha, bist gefährlich wie ne Kobra. Hey Belladonna, du bist heißer als der Sommer. Trinken Mainz-Eis und Corona, freu mich, du machst mich locker. Hey Belladonna. Okay. Belladonna. Reicht das oder wollt ihr noch was hören? Ich habe auch noch. Vielleicht noch was mit Playback? Ja, ja, ich glaube rhythmisch. Playback. Rhythmisch wäre es mir ganz recht. Atemlos von Helena Fischer. Dann habe ich noch. Helena Fischer. Helena. Du bist schön schusselig auch ein bisschen, das ist schön. Auf Gitarre habe ich noch mein selbstgeschriebenes Lied, Single sein. Nee, machen wir lieber Helena. Okay. Single sein heißt das Lied? Ja, Single sein, das ist so Pop. Oh, das hört sich aber traurig an. Das ist Pop, bisschen overdramatic. Helena. Overdramatic. Overdramatic. Aber war eine geile Version, oder? So eine eigene, so. Ich fand's echt gut. Geil gemacht, habe ich noch nie so gehört. Danke. Wirklich. Aber jetzt wird gefischt hier. Wir ziehen durch die Straßen, durch die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie wir uns beide gemacht. Oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Meine Hand und geh mit mir. Atemlos.
völlig atemlos. Aber du hast mal hier Stimmung reingebracht. Also, okay. Okay. Ja, ich... Wo soll ich anfangen überhaupt mit dir? Also super Energie. Du hast hier richtig, richtig Stimmung verbreitet. Wie du mit dem Mikro um... Du hattest immer irgendwelche Armbewegungen. Da hast du so einen flotten Wechsel im Mikro in die andere Hand genommen. Ich habe es auch noch nie so gesehen. Da hättest du schon ewig lang ein Mikro in der Hand gehabt. Ja, ich kann dir nur sagen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Mir auch. Mir hat es auch richtig Spaß hat gemacht. Mal gesehen. Ja, ich bin überrascht und das finde ich immer gut. Wir haben viele jetzt im Schlagerbereich, die um einiges besser singen. Aber ganz ehrlich, ich fand das jetzt echt erfrischend und ich gebe dir jetzt erstmal ein Ja. Danke. Du hast das gemacht, was wir hier brauchen. Gas, das hast du auch gemerkt, wir haben hier richtig Bock gehabt, weil es hat ein bisschen so gefehlt, diese Stimmung einfach. Xavier hat schon gesagt, stimmlich ist natürlich schwierig, aber ich würde dir auch ein Ja geben und ich fand die Bella Donna-Version die beste, die ich bis jetzt hier bei DSS gehört habe. Dankeschön. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich an die anderen Versionen nicht erinnern, nur dass sie immer grausam waren. Da vielleicht hat er deshalb recht. Also ich fand, also bei Belladonna stand für mich fest, dass du nicht hier weiterkommst, ja. Aber umso mehr hat mich dann Helene Fischer überrascht. Sag ich mal, die erste Hälfte war echt spitzenmäßig, du hast ja wirklich Stimmung gemacht. Siehst natürlich prima aus, dann nachher. Die letzte Hälfte war kein Ton mehr richtig, aber du bist total lustig und... Ja. Wir sollten das mal probieren. Ja. Ja? Was viermal ja. Oh mein Gott. Danke sehr. Bitte gerne, sehr. Danke dir. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Gitarre, Gitarre. Sonst ist sie nicht nur Atem, sondern auch noch gitarrenlos. Aber das Wichtigste neben ihrer Mama natürlich ist der gelbe Zettel. Den lässt sie bestimmt nie wieder los. Hättest du das erwartet, dass das Mädchen, das da reingelaufen ist, nachher hier so rumspringt? Never ever. Boah, es war voll aufregend. Die sehen alle, mega hübsch. Anna sah einfach Hammer aus. Ich habe ein bisschen mit dem Pietro geflirtet. Ich glaube, ich kann mir das Recht rausholen, das zu sagen, weil es auch mein Song ist. Ich habe die Version hier bei DSS noch nicht so gut gehört. Wir sind richtig abgegangen. Cool mit dir. Wir haben's genossen. Mehr Energie geht nicht. Dann her mit dem schnellsten Autogramm der DSDS-Geschichte.